Biggest Oof, Alter. Claire scheint eine echte Dreckschleuder zu sein. Albion ist ihr liebstes Ziel. Aber sie hat auch schon gegen Tech-Genie Sky Larson, den SRS und Clan Kelly geschossen. Sehr meinungsfreudig, was? Stell dir vor, was sie erreichen könnte, wenn wir ihr unsere Infos geben. Sie ist einfach anscheinend eine richtig geile Tante, Mann. Stell dir vor, was sie machen könnte, wenn sie die Infos hätte. Dude, ich würde durchdrehen. So, wo muss ich hin? Irgendwo nach hier. Oh, sehr praktisch. Checken wir mal, was hier geht. Claire hat früher von irgendwo hier gesendet. Mehr weiß ich leider nicht. Verfluchte analoge Technik. Eine so forsche Frau wie sie zieht sicher Feinde auf sich. Wenn wir sie finden können, können sie es auch. Beeilung! Wie lange mache ich noch? Ich mache das jetzt fertig. Wenn es nicht mehr so lange ist, dann kann ich das jetzt auch durchspielen. Jetzt nur irgendwie rausfinden, wo muss ich hier hin? Weil irgendwie muss ich dann ja nach da unten, was halt irgendwie keinen Sinn macht, weil ich nicht nach da unten komme. Ah. Ob ich hiermit irgendwas reißen kann? Ah, das sieht doch besser aus, glaube ich. Ich glaube, hier bin ich richtig. Oh nein! Sie ist tot, ermordet! Einer fiesen Bestie, die es verdient, dass man ihr Fell in Streifen abzieht. Ich würde deinem Gejammer gern den ganzen Tag lauschen. Aber vielleicht nutzt du deine Zeit besser, um ihre Ermordung zu untersuchen. Oh, wir werden diese Schweine finden und ihnen zehnfach zurückzahlen, was sie Claire angetan haben. Fangen wir an zu suchen. Die Story ist einfach so fucking bad, Alter. Ich komme halt nicht drauf klar. Siehst du dieses Graffiti, Bagley? Es ist etwas übertrieben, oder was meinst du? Claire hat mehrere Kelly-kritische Podcasts veröffentlicht. Man sollte denken, die sind daran gewöhnt. Als kriminelle Gang sollte man keine Blumen und Dankeschreiben erwarten. Die Kellys müssen keine Werbung machen. Da ist was faul. Was kannst du mir über diese Fußabdrücke? Ich bin verrückt die ganze Zeit auf die Sendung der PS5, ob sich was getan hat, aber außer meine Region transportiert war nicht viel. Militärausrüsters. Ich habe gerade gedacht, du guckst eine Sendung darüber, wie PlayStation 5 irgendwie versendet werden und war dann so verwirrt von wegen, dass ich da nichts getan habe bisher. Dann dachte ich, ach klar, die Sendungshistorie einfach. Nur nicht dieses Tablet. Bagley? Tablet freigeschaltet. Claire scheint darauf Gespräche protokolliert zu haben. Okay. Sie wollen uns etwas mitteilen. Sie sind Nachrichtentechniker bei Albion und arbeiten eng mit Nigel Cass zusammen, richtig, Mr.? Einfach Hugh. Ich glaub's nicht, dass ich das tue, wenn Sie das rausfinden. Ich weiß. Es ist kein Geheimnis, wie Albion die Menschen behandelt. Was haben Sie für uns? Beweise, dass Nigel Cass an den Anschlägen beteiligt war. Was? Aber das... Hier, speichern Sie das auf dieser sicheren Festplatte. Wie sicher sind diese Infos? Es ist ein Gespräch zwischen ihm und... Security! Waffen fallen lassen! Sie sind angeordnet. Das könnt ihr nicht tun. Nehmt ihre Ausrüstung und bringt sie zum Carousel. Du, markier die Wand und dann weg mit seiner Leiche. Sie kann bleiben. Gangrache ist schrecklich, nicht wahr? Fuck. Cass hat einen Schlägertrupp auf Claire und den anderen Typen angesetzt. Die Aufnahme muss echt sein. Das Schwein wusste von den Bombenanschlägen. Dann muss Albion auch Claires Ausrüstung haben. Zusammen mit den Audiobeweisen.
Okay, ist er hier um die Ecke irgendwo. Weiß in die Finger kriegen können. Warte. Nigel Cass für seine Verbrechen verantworten. Dieses miese Albion-Schwein hat Carousel erwähnt. Das heißt sicher Carousel Plaza, die Albion-Propaganda-Bibliothek. Ich sehe keinen Grund, nicht dort anzufangen. Ist richtig dumm ausgedrückt. Ach was, mein Gehirn ist einfach nur Matsch. Es macht ja Sinn. Vor allem, du hast ja auch geschrieben, auf die Sendung und nicht nur die Sendung. Ich hab's nicht richtig gelesen, weil ich, wie gesagt, mein Gehirn ist Müll. Die gestohlenen Beweise müssen hier irgendwo sein. Pass besser auf, hier treibt sich eine Menge Albion Security herum. Aha. Nach dem, was wir bei Freight One gesehen haben, haben die alle Prügel verdient. Dann mal los! Konzentrieren wir uns lieber darauf, Claires Ausrüstung zu finden, ja? Du hast Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise nur nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Zieh's weg! Entwarnung! Gebiet absuchen! Macht den Bereich. Dann checken wir mal, was hier geht. Oh, wirklich? Schon wieder so eine Scheiße? Das haben wir doch gerade erst. Ah. Oh Gott. Ja! Sie haben mir einfach voll ins Gesicht geschossen, Mann. Warum ist jetzt jede Mission so eine Kacke? Ich muss was herunterladen, während ich von 95.000 Leuten angegriffen werde, Mission. Kann es nicht einfach sein scheiß Maul halten und einfach okay sein? Mann, ey. Ist halt super nervig, ey. Es ist halt super, die... Das ist einfach so nervig. Punkt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, ey. Claires Ausrüstung gefunden, einschließlich ihres gesicherten Datenlaufwerks. Daran wurde überraschenderweise wohl nicht herumgebastelt. Das heißt, der Audiobeweis ist vermutlich intakt. Oh mein Gott, ernsthaft? Hurra! Haben wir es? 99. Geil.
Verdammte! Ah. Ey, das macht halt schon echt keinen Spaß, muss ich sagen. Das ist halt super nervig einfach nur. So. Oh, Scheiße. Ich gehe in Deckung. Das ist aber nicht geplant. Ich bin getroffen. Ihr könnt mich alle mal. Willkommen zurück, Fabi. Und ich weiß, dass du mich hörst. Reden wir. Wir sagten doch, der Premierminister lehnt ab. Briten lieben private Militärdienstleister im Auslandseinsatz, aber nicht in London. Dieser Narr. Die ganze Stadt, das ganze Land kollabiert bald. Das Militär mit Klebeband zusammengehalten, die Polizei in heilem Aufruhr. Jemand muss die Leute retten, Nigel. Jemand Starkes. So ist es. Ich habe schon alles geplant. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Du vergisst da etwas. Und ihr bekommt Zugang zu Filament, wie abgemacht. Verschwinde jetzt. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Ich bin nachtaktiv. Yeah! Das sind die besten Menschen. Halt legit. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Leute, die nachtaktiv sind, großartig sind. Mit dieser Stimme möchte man ihm seinen hochnäsigen. Hör ich überhaupt nachher das Klingeln, wenn die PS5 kommt? Ich wohne nicht alleine und ich habe tatsächlich einen Mitbewohner, der einen normalen Tagesrhythmus hat. Das heißt, der wird wach sein, sobald es klingelt. Ich war bereit, es gegen die Schlüssel zur Stadt zu tauschen. Fuck! Mann, ich dachte immer, es gäbe noch eine Chance, dass er... Fuck! Dass er der Mann sein könnte, für den du ihn hältst. Sorry, Hamish. Falls es den jemals gab, ist er jetzt weg. Gibt's einen Unterschied, ob man eine Oma oder einen jungen Menschen spielt? Ja, tatsächlich gibt es das. Die Omas sind alle nicht so beweglich und die nehmen, glaube ich, schneller Schaden und sterben fixer. Und generell haben die halt alle verschiedene Perks. Also das ist zum Beispiel eine Bauarbeiter-Oma, die kann halt so eine Drohne rufen, auf der ich gerade durch die Gegend fliege. Und die hat halt so einen Schraubenschlüssel, mit dem sie halt voll zuhauen kann. Und die kann sich halt auf Baustellen tarnen. Und ist halt immer so ein bisschen abhängig davon, was für einen Charakter du spielst. So prinzipiell ist generell erstmal jeder Charakter unterschiedlich. Aber halt je jünger die sind, desto fitter sind sie, desto mehr halten sie halt aus. Aber prinzipiell macht es nicht so einen mega großen Unterschied, ob man jetzt eine Oma spielt oder nicht. Der einzige Grund, warum ich empfehlen würde, eine Oma zu spielen, ist, weil das Spiel einfach insane witzig ist, wenn du eine Oma spielst. London, du wurdest belogen. Nigel Cass und seine Albion-Friedensstifter wollen diese Stadt dauerhaft kontrollieren. Die besten Ziele sind die Toan-Konferenz, das Parlament und King's College Hospital. Ich sorge dafür, dass ausländische Teams die Logistik übernehmen, aber ihr besorgt die Bomben. Unbedingt. Das darf nicht zu mir zurückverfolgt werden. Nigel Cass hat die Anschläge mit einem Terroristen gemeinsam verübt, damit er daraufhin die Kontrolle übernehmen kann. Dann plante er ein Orbit-Drohnenprogramm namens Themis, das Menschen aufgrund der Daten über sie ins Visier nimmt. Ich werde es niemandem erlauben. Mich eingeschlossen. Themis zu riskieren. Das ist die ganze Wahrheit. Jetzt seid ihr dran. Ach was, scheiß drauf. Wehrt euch! Nicht übel. Gar nicht übel, wenn ich das sagen darf. Hamish, Darling. Haha. Riskierst du deine Visage? Naja, ich kann mich ja nicht ewig vor der Welt verstecken. Muss eine Menge wieder gut machen, nicht wahr? Außerdem...
braucht ihr Noobs jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Check das. Verdammter Wichser! Ach, Albion löst sich nicht einfach auf in nichts. Halt, wie die Oma redet halt einfach, als wäre sie 20. Und das passt einfach so gar nicht, Mann. Ist schon echt witzig so. Hab ich an alle Nachrichtenagenturen geschickt, die mir eingefallen sind. Wird an der Zeit in Dauerschleife laufen. Und wenn die Leute kapieren, was das heißt, ist Cass erledigt. Dann ist er weg vom Fenster und wird wegen Hochverrats angeklagt. Da haben sie keine Wahl. Wir haben es geschafft. Glückwunsch, Team. Gott sei Dank. Nach der ganzen Aufregung könnte ich wirklich ein Nickerchen brauchen. Da ist immer noch Zero Day. Du weißt schon, die böse Hackergruppe, die mit Cass und Mary Kelly London hochjagen wollte. Oh, meine Güte, Bagley, du Spaßbremse. Gönn dem Team eine Auszeit, um den Sieg zu genießen, ja? Wird vermutlich nicht lang dauern. Hashtag Justice für Claire. Hashtag Londonsbeschützer. Okay, los geht's. I am ready. Ich glaube, dass du mit dieser Reaktion gerechnet hast. Aber Nigel Cass ist wieder in den Nachrichten. Die Regierung tagt, um den Vertrag mit Albion zu überprüfen. Nigel Cass hat in einem emotionalen Gespräch mit dem GBB auf den Antrag reagiert, sich selbst den Behörden zu übergeben. Halt's Maul und hör mir zu. Weder die Regierung noch irgendjemand sonst wird mich entfernen. Eher sterbe ich. Und mit mir viele andere. Sie wollen Blut sehen? Sollen sie haben. Diese Stadt gehört mir. Ich bin ihr Hirte und ich werde meine Herde schlachten, ehe ich sie abtrete. Cass hat sich selbst in seinem Hauptquartier im White Tower eingeschlossen und gedroht, alle zu töten, die ihn aufhalten wollen. Er ist schwer bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Gronkh ist mad. Er ist übergeschnappt. In dem Zustand ist nichts und niemand sicher vor ihm. Wir haben keine Wahl. Wir müssen zum White Tower und ihn aufhalten. Gut, los geht's. Dann halten wir ihn mal auf. Let's fucking go. Ich bin bereit. Alles wird super und wir schaffen das jetzt. Yeah, yeah, yeah. Mein Schuh sagt ab, glaube ich. Ich habe übrigens gemerkt, mega witzig, es ist ein 250-Euro-Stuhl und der hat eine Maximallast von 100 Kilo. Das wusste ich nicht. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der Stuhl ständig absagt. Jetzt weiß ich warum. Wieso ist es eigentlich, dass das ganze Jahr nur Scheißspiele kommen, November, Dezember, dann die ganzen AAA-Titel und man sich nicht entscheiden, was man spielen will? Ganz einfache Antwort: Weihnachten. Das ist alles, weil Weihnachten ist. Hey, und du da einen privaten Bunker unter dem Ort am meisten Geld machen kannst. Gebaut. Ich wette, da hat er sich verbarrikadiert. Da treiben sich sicher nur seine wahren Anhänger rum. Dann kümmern wir uns doch mal um diesen Tyrannen, okay? Zum Glück ist seine Verstärkung beschränkt auf die, die zufällig in der Nähe rumlungern. So, habe ich eigentlich wieder genug, dass ich jetzt auch den Shit hier kaufen kann? Tatsächlich. So. Steht der Dude jetzt einfach hinten rum? Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das passiert. Ich dachte, er ist ein bisschen angenehmer, aber irgendwie anscheinend nicht so. Nun... Das kann ich wahrscheinlich nicht so einfach kaputt machen, oder? Ups.
Der wahre Feind hat endlich sein Gesicht gezeigt. Er sieht es nicht. Doch was wurde von Feiglingen erwarten? Sie wollen den Mann vernichten, der sich ihrer Tyrannei widersetzt. Und wer wäre wohl das erste Ziel von Projekt Themis? Sie werden bloß ihre eigene Hand. Ich habe eine Lösung für unser Problem gefunden. Ich werde alles tun, um sie durchzusetzen. Seid ihr sicher, dass ihr dagegen kämpfen wollt? Und meine Entschlossenheit fest. So. Zentrale, komm. Drohnen sind unterwegs zur Zielperson. Ich komm nicht so hoch, Alter. Ich dachte eigentlich jetzt nicht, dass das so ein Mega-Krieg wird, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Irgendwie... Ach, okay. Du chillst. Oh! Nee. Hä? Ich brauche Deckung. Au! Ah! Cool. Okay. Hat geklappt. Fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Aber das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh, wirklich? Fucking Schlüssel? Nee, leck mich. Fliegen da rein. Ich brauch keinen Schlüssel dafür. Ich bin Schlüssel erhaben. So, easy. Pass auf. Das wird jetzt nochmal richtig anstrengend, oder? Ausschwärmen! Das war's mit der Sicherheit. Du kannst den Aufzug zum Bunker jetzt benutzen. Okay, das ging doch einfacher als ich dachte. Ich dachte, das wird jetzt nochmal richtig super anstrengend, aber. Okay, wo finde ich jetzt hier das eine Ding, um dieses Teil auszumachen? Ah, da, oder? Du hast aber nicht mich gehört. Komm schon. So. Insane einfach. Dezek ist der Feind. So. Lass mal machen. Sehr gut. Sogar, dass ich krank bin, ich zur Schule muss, so kann ich die ganze Nacht Twitch gucken. Ah, oh Mann. Also eigentlich ist es nicht gut, dass du krank bist. Krank sein ist nicht gut. Lieber frei haben und gesund sein, als krank sein und frei haben. Ich glaube, das macht Sinn. Irgendwo macht er das Sinn, definitiv. Ich bin bereit. Omi ist ready, Alter. Wenn wir es mit ihr nicht schaffen, schaffen wir es mit niemandem. Bei dem Boss viel in Deckung bleiben, Mu. Okay. Zu beenden, Deadsack? Begreift ihr es denn nicht? Was unser gemeinsamer Bekannter Zero Day hier einleitete? Meine unausweichliche Herrschaft. Und euren Niedergang. So wird es nun mal immer enden. So ist einfach die natürliche Ordnung für Menschen wie mich und Menschen wie euch. Ich bin das Gesetz. Kommt runter. Ihr seid erledigt. Ach, Gronkh.
Einfach nur, ach, Gronkh. Oh mein Gott, das wird ultra nervig, oder? Deine Waffen richten nichts aus gegen die Drohne, die Cass trägt. Vervollständige die Netzwerkbrücke, um die EMP-Stationen einzuschalten. Cass hat Verstärkung angefordert. Wie überraschend. Gott, ihr habt eine ruinierte Zeit, aber nur vorübergehend. Ich befreie die Stadt ein für alle Mal. Ich befreie die Stadt ein für alle Mal. Entsperr's doch, Mädchen! Oh mein Gott! Schwachpunkte enthüllt. Der EMP hat gewirkt. Feuer frei. Auf das Seil? Oh, da drauf wahrscheinlich, ne? Station ist erschöpft. Starte die nächste mit einer Netzwerkbrücke. Achtung, weitere Verstärkung. Aufpassen! Oh, habe ich das gerade ernsthaft aktiviert, weil ich ein Vollidiot bin? Was ihr seht, ist die Zukunft. Modernste Form des Sicherheitswesens. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Ich würde voll gerne irgendwie machen, was sie mir vorschlagen, wenn ich sehen würde, wo ich hin muss. Das können wir ja schon mal drehen. Genauso wie das da. Fies. Alles super, alles super, alles super. Der EMP hat die Rüstung der Drohne geschwächt. Angriff. So. Macht leider nicht so viel Schaden. Der Schild der Drohne ist wieder online. Schalte eine andere EMP-Station ein. Achtung. Er hat Verstärkung angefordert. Oh Gott, das klingt nicht gut. Sie werden es euch nicht danken. Eure Opfer umsonst. Ja! Ich will Gronkh nicht bekämpfen eigentlich. Das finde ich nicht gut, dass ich hierzu gezwungen werde. Ah. Mädchen, lauf. Und Deckung, please. Ah. So. Ah.
verursachen. Keine Zeit verschwenden. Oh mein Gott. Vielen Dank. Bringen wir es hinter uns. Uff. Los geht's, I guess. Bringen wir es zu Ende. Ich führe uns dann wieder zu wahrer Gründe. So, das ging schnell. Ich bin beeindruckt. Glaubst du, deine kleine Widerstandsgruppe kann London beschützen? Schlimmer wie du geht gar nicht, oder? Oh, dieser Job ist so undankbar. Und die Leute hassen dich am Ende dafür. Sogar wenn es zu ihrem Besten ist. Es liegt ganz an den Leuten, wie sie sich entscheiden. Das ist der Zwecks fataler Fehler. Ihr glaubt an die Menschen. Ihr rekrutiert einfach alle, stimmt's, direkt von der Straße. Tja, früher war ich genauso. Dann wurde ein guter Mann getötet. Anscheinend habe ich Gronkh doch getötet. So leid es mir tut. Eigentlich sollte das nicht passieren. Schade. Tja, dann streichen wir Nigel Cass mal von der Liste. Ein Jammer. Er wäre ein toller Zero Day gewesen. Wir haben noch jede Menge Arbeit. Cass ist vielleicht weg. Aber Albion verschwindet nicht so leicht. Die werden sich neue Ausreden einfallen lassen, warum sie auf den Straßen gebraucht werden. Aber wir haben uns trotzdem eine kleine Pause verdient. Auch von Zero Day. Scheiß fliegende Ratten. Dreh dich um und mach einen Abflug. Los! Mega gut, mega gut, mega gut. Auch wenn ich sehr traurig bin, dass Gronkh gestorben ist. Naja, müssen wir durch. Was soll's? Was soll's? Menschen sind unersetzbar. Genau so. So, schauen wir mal, was die letzte Mission von mir möchte. Hey, ihr habt einen Irren ausgeschaltet. DedSec. Ging nicht anders. Das sollten wir feiern. Und da ich jetzt nicht mehr von einem Psychopathen gejagt werde, würde ich gern mal euer Versteck sehen. Führt mich hin. Okay, gerne. Total. Klingt überhaupt nicht mysteriös.